Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich eine bunte Mischung aus Get Ready With Me for Christmas, Style and Talk, Verlosung, Produkttest und Tech. Also ja, ein bunter Mischmasch ist heute mit dabei. Also es wird wahrscheinlich nicht unbedingt langweilig werden. Wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, jetzt schminke ich mit euch mal zusammen das Make-up für Heiligabend, für den 24. Dezember. Ja, ich werde als Primer oder ja, neues Produkt, was ich auf mein Gesicht machen werde, die Instant Ageback Lifting Cream verwenden. Und zwar ist das von Vitais oder Vitayes. Das wurde mir zugeschickt. Die hatten mich ganz lieb gefragt, ob ich das mal testen möchte. Und ja, das möchte ich gerne mal testen. Das ist halt eine richtig gute Anti-Faltencreme. Die soll die Poren minimieren. Die soll einfach ja, dich hübsch machen und halt auch ein Primer sein. Wir gucken mal. So sieht die Tube aus, wenn sie aus der Verpackung kommt. Und es ist nicht unbedingt ein günstiges Produkt. Ja, kostet irgendwie 54 Euro oder sowas. Aber ihr habt Glück, in diesem Video verlose ich noch eine davon. Denn ich hatte Glück. Ich habe in einem Trash-Paket diese hier drin gehabt und relativ gleichzeitig von Vitayes diese hier zugeschickt bekommen. Das heißt, die ich jetzt frisch reinbekommen habe, verlose ich an euch. Mehr dazu sowohl in der Infobox als auch im Laufe des Videos. Wie trägt man das auf? Du hast hier so einen sehr, 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 sehr schönen, präzisen Auslauf, Applikator, wie auch immer. Dann trägt man sich das ganz dünn auf die Stelle auf, wo das hin muss, verblendet das mit einem trockenen Beauty Blender. Hier habe ich einen von Real Techniques mit einem trockenen Make-up-Schwämmchen. Und darf dann 5 Minuten lang keine Mime verziehen, sich nicht bewegen und ja, soll dem Produkt erstmal die Möglichkeit geben, zu arbeiten. Da bin ich gespannt, ob sich da wirklich was auf meinem Gesicht tut. Also, guckt euch an, wie mein Gesicht aussieht. Also, ich habe, ne, ich bin 29,5. Man sieht hier die Krähenfüßchen, die nun mal da sind. Man sieht ein paar Fältchen hier oben. Ich habe Lachfalten, weil ich viel lache und ja. Da gucken wir mal, wie das Produkt da jetzt gegen ankämpft. So, ich habe vorher nur eine ganz, ganz, ganz leichte Feuchtigkeitscreme aufgetragen, damit die Haut ordentlich mit Feuchtigkeit versorgt ist. Fünf Minuten warten. So, 5 minutes later bin ich wieder hier vor der Kamera. Ja, ich finde das Ergebnis okay. Also ich sehe da jetzt keinen ultra krassen Unterschied. Vielleicht sehe ich das beim Schnitt ein bisschen besser, dieses Vorher-Nachher. Ich finde, wenn ich es so mache, ist es nicht mehr so enorm, dass ich hier Fältchen habe. Also das ist schon etwas minimiert, aber die sind natürlich nicht weg, ne? Also es ist nun mal nach wie vor noch da. Und ich weiß nicht, ob man das sieht. So ein bisschen habe ich hier so einen weißen Schleier auf der Haut. Dadurch, dass es getrocknet ist, man sieht halt quasi schon ein Stück weit, wo ich den aufgetragen habe. Vielleicht habe ich es einfach zu dick aufgetragen. Ich weiß es nicht. Nachdem man dieses Instant Ageback sich auf das Gesicht aufgetragen hat, sollte man auf jeden Fall eine ölfreie Foundation verwenden. Am besten steht sogar auf der Foundation drauf oder da steht auf Wasserbasis drauf oder, oder. ich meine, dass meine L'Oreal Perfect Match ölfrei ist. Also steht als erstes in der Inhaltsliste, das habe ich mir eben online angeschaut, Aqua, also Wasser. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass hier kein Öl drin ist und dass sich das deswegen sehr gut mit der Instant Ageback verträgt. Ja,
Deswegen gebe ich mir das doch zuallererst mal auf mein Gesicht. Das mache ich mit meinem Real Techniques 200 Pinsel. Das ist der Expert Face Brush. Und ich habe ja die Nuance 2N Vanilla von der Foundation. Wenn man das jetzt über das Instant Age Pack aufgibt, also man muss so manche Dinge ein bisschen beachten, um halt ein optimales Ergebnis zu kriegen, habe ich gelesen. Ja, also dass wenn ich jetzt Foundation drauf mache, dass ich die schnell einarbeite, dass ich da nicht viel rumwische, sondern viel tupfe und sehr vorsichtig arbeite, damit ich halt nicht diese Mikroschicht, die sich jetzt ja gebildet hat, verletze. Ja, machen wir das mal. Ja, ich bin ja von der lieben Alina Jasmin. Den Kanal verlinke ich euch hier oben mal in der Ecke, getaggt worden. Und zwar hat sie darum gebeten, dass ich sage, welches von meinen eigenen Videos, die ich dieses Jahr gedreht habe, ich persönlich am besten fand. Schwierig, wirklich schwierig, weil ich ja eine bunte Mischung mache, ganz neu bin und im Prinzip jedes Video liebe, suchte gerne meine eigenen Videos. Ja, die gucke ich mir immer wieder an, um zu schauen, wie man sich vielleicht verbessern kann, ob ich mich vielleicht schon verbessert habe. Das schaue ich immer mal wieder ganz gerne, um dann halt einfach zu lernen, ne? Also ich habe mich ja immer als, ich sag mal, YouTube-Azubi so ein bisschen gefühlt, dieses Jahr, dass ich mich viel bei anderen YouTubern auch informiert habe, dass ich viel nachgefragt habe, wie kann ich was besser machen, könnt ihr mir vielleicht helfen, welches Equipment sollte ich mir zulegen. Da hatte mir ganz zu Anfang ein Grundschulkollege, ein Grundschulkumpel weitergeholfen, der nebenbei auch der DJ auf der Hochzeit von meinen beiden Eltern war. Und ja, der hat mir echt gut geholfen, der hat mir gesagt, Claudia, zuallererst, Film im Badezimmer, lass das mal besser, mach das mal ein bisschen anders und naja, auf jeden Fall, ich schweife ab. auf jeden Fall ist das Video, was ich tatsächlich am allerliebsten von meinen Videos mag, weil ich das am gehaltvollsten finde, mein Top-3-Tag. Also tatsächlich auch ein Video, in dem ich auch, ja, das ich gedreht habe, weil ich getaggt wurde. Das verlinke ich euch auch hier mal oben. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da rede ich halt auch sehr privat. Da rede ich über manche Dinge. Ja, über meine 10 Favoriten in, über meine 3 Favoriten in 10 Kategorien so. Ja, wie gesagt, heute Abend geht es zu Heiligabend zu meiner Schwiegermama in Spee, also quasi zu der Mutter von meinem Freund. Da wird dann auch die Schwester von meinem Freund sein, mit ihrem Mann, mit dem kleinen Baby. Und dann nehmen wir Sammy mit. Ja, das wird ganz schön werden. Und da essen wir Fisch. Hier unten habe ich kein Instant Age Pack, da kann ich auch verblenden. Es ist wieder Ze der Zeitpunkt gekommen. Mir ist wieder warm. So, wir haben es 3 Uhr und draußen ist es echt fast dunkel. Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Winter halt, ne? So, als nächstes trage ich mir wieder meinen Concealer auf. Da habe ich von Revolution den Conceal and Define in der Farbe C2. Es ist unheimlich wichtig, dass du jetzt keine Cremeprodukte verwendest, weil wenn du jetzt da, wo du ja die Instant Age Pack Creme aufgetragen hast, Concealer drüber machst und du dann einen Creme-Concealer verwendest, zum einen zerstört das Öl diese feine Mikrotextur und zum anderen verschiebst du das einfach nur und dann ist leider das Instant Age Pack weg. Das hat sich gereimt, cool, ne? So, wenn ich denn jetzt aussehe wie ein verrückter Indianer, kann man den Concealer einarbeiten. Am besten wirklich wieder mit tupfenden Bewegungen, denn wir haben hier drunter ja das Instant Age Pack. Ich finde Weihnachten, wenn so kleine Kinder oder Babys dabei sind, machen das Ganze irgendwie schon so ein Stück weit lebhafter. Das mache ich total, mag ich total gerne. Bis vor ein paar Jahren fand ich das, um ehrlich zu sein, relativ nervig. Aber mittlerweile bin ich ja auch einfach schon 29 Jahre alt und da hat man auch ein bisschen anderen Bezug dazu und sagt, Mensch, Kinder sind echt niedlich und ne? Ja, da kommen dann auch so ein bisschen die evolutionsbedingten Gefühle einer Frau hinzu. Ich finde, dass der Concealer jetzt mit dem Instant Age Pack etwas pappig wird und vor allem fleckig. Das ist irgendwie gerade nicht so cool. Das fand ich gestern mit dem Love Primer deutlich besser. Weil ich finde, dass der Concealer jetzt auch eigentlich mehr so nur aufliegt und sich nicht so mit der Haut verbinden lässt. Das finde ich ein bisschen schade.
Gefällt mir nicht so gut, wie gesagt, wie gestern. Gestern sah das alles irgendwie ein bisschen ja, verbundener aus und heute dann doch eher etwas fleckiger. Aber naja, so ist das nun mal bei einem Test. Ich bin einfach gespannt auf das Gesamtergebnis, ne? So, dann werde ich jetzt mit diesem Pinsel einmal meinen Concealer setzen. Gehe dafür in mein Manakadar-Puder. Das hatte ich in einer Glossybox, habe ich gestern auch schon verwendet. Finde ich total super. Ich weiß gar nicht, ob das eine Farbe hat. HD Perfecting Powder. Nö, scheint keine Farbe zu haben. Ja, und unter den Augen darfst du natürlich auch immer ein bisschen mehr Puder sein, weil wenn ich nachher Fallout habe, lässt es sich dann viel angenehmer wegwischen. So, jetzt trage ich mir eine Lidschattenbase auf. Da habe ich von Freedom den Pro Eye Primer. Ich habe übrigens am 27. Dezember tatsächlich auch noch einen Tag Urlaub, den Donnerstag. Und da überlege ich mal so, meinen Kleiderschrank oder meinen Schuhschrank auszumisten, weil ich das gerne spenden wollte. Stimm doch einfach mal hier oben in der Ecke ab, ob du mitgenommen werden möchtest, ob du das mitsehen möchtest, ob ich das abfilmen soll oder ob ich das lieber für mich alleine machen soll. Der Primer wird auch wieder mit dem gleichen Pinsel eingearbeitet, mit dem ich auch den Concealer eingearbeitet habe. So, der Lidschatten sitzt und ich nehme heute als Lidschattenpalette die Zoeva Cocoa Blend Voyager Palette. Also das ist die Mini-Variante davon. Und die ist in so einer Pappverpackung drin und lässt sich dann magnetisch öffnen. Und hier haben wir die sechs Farben. Die finde ich ganz schön. Oben hast du drei matte, unten hast du drei Schimmertöne. Hier habt ihr die Swatches. Das sind die 1, 2, 3 matten Töne und die 1, 2, 3 schimmernden Töne. Ich finde die Palette ganz schön. Das entspricht halt auf jeden Fall dem, was ich normalerweise auch so auf meinem Auge trage. Relativ nudig, aber dann doch so ein Stück weit weihnachtlich. So, dann nehme ich mir zuerst mal für das Setten des Primers den Farbton hier direkt Bitter Start und tupfe mir den ein. Ja, das ist für mich schon mal eine ganz gute Basis. Das gefällt mir. Jetzt gebe ich mir als, achso, ich habe übrigens als Pinsel hier von Real Techniques die Nummer 300, den Deluxe Crease Brush. Genau, dann gebe ich mir passend zum Namen dieses Pinsels den Farbton Substitute for Love, also das ist hier direkt der zweite matte Ton, in die Crease ein bisschen abklopfen. Und weil ich ja ein Schlupflid habe, gebe ich mir das immer ein bisschen höher auf und die Farbe gefällt mir gut. Sehr schön dezent. Und das gleiche mache ich dann nochmal auf der anderen Seite. So haben wir uns schon mal eine gute Basis geschaffen, um jetzt weiter ein bisschen Farbe reinzubringen. Dann nehme ich mir von BH Cosmetics die Nummer 10. Das ist so ein abgeschrägter Pinsel, fluffig vorne. Da nehme ich mir jetzt eine Farbe Freshly Toasted. Das ist dieser rote Ton hier, der dritte matte Ton. Wieder vorsichtig rein, abklopfen und dann gebe ich das hier auf mein äußeres V. Und ziehe mir das dann auch ein bisschen nach vorne. Dieser abgeschrägte Pinsel hilft auch sehr, sehr schön bei Menschen mit Schlupflidern dabei, dass man hier so eine Art Kante auch schon mal hinbekommt, ne? Und der gibt auch richtig schön die Richtung vor, wo man hin muss. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Und das gleiche auf der nächsten Seite. So, verblenden machen wir nachher. Jetzt machen wir erstmal weiter mit unserem Lid. Jo, dafür nehme ich zuallererst für außen die dunkelste Farbe. Das ist Subtle Blend. Ups, dieser braune Schimmerton. Den gebe ich mir zunächst einmal mit dem Pinsel, den wir eben verwendet haben, tatsächlich hier einmal auf und presse mir den hier einfach mal so ein bisschen dran und gehe in tupfenden Bewegungen so in die Tiefe des Ganzen. Enorm pigmentiert sind diese Lidschatten, die Schimmerlidschatten hier jetzt nicht,
Aber das ist nicht schlimm, denn, wie ihr seht, null Fallout. So, das gleiche auf der nächsten Seite auch. Ich blende mir den auch immer so ein bisschen mehr noch nach vorne. Damit alles am Ende eine schöne Einheit bilden kann. So, als nächstes gebe ich mir den Ton Warm Notes auf. Und der kommt genau daneben. Der sitzt dann quasi auf meinem beweglichen Lid. So, und in die Mitte gebe ich mir Pure Ganache. Das ist der hellste Schimmerton. Und gebe mir den einmal fast bis zum Augenwinkel auf. Dass man da dann schon mal einen relativen Farbverlauf hat. Ich ziehe mir den auch noch so ein bisschen über Warm Notes mit drüber, weil mir das gerade besser gefällt. Gehen wir zum Verblenden über. Da habe ich hier von Essence einen ganz normalen Blenderpinsel, der, glaube ich, keinen Namen hat, dafür aber eine schöne Optik. Dann gehe ich in Bitter Start rein und verblende damit nach oben hin. Für meinen unteren Wimpernkranz gehe ich zuerst in Subtle Blend und gebe mir das auf die äußere Hälfte. Und dafür verwende ich hier von BH Cosmetics die Nummer 12. Das ist eigentlich ein Augenbrauenpinsel. Ziehe mir den auch ein bisschen nach oben. Und verbinde so die oben und die obere und die untere Etage miteinander. Genau, das normale Lid und den unteren Wimpernkranz. So, und für die andere Hälfte verwende ich Pure Ganache und gebe mir das ebenfalls mit diesem Pinsel dann da drauf und verblende das Ganze miteinander. So sieht das dann aus. Um meinen Inner Corner zu highlighten, verwende ich hier die Glow to Go Palette von Essence. Und da verwende ich dann auch den hellsten Ton hier, das ist so ein rosastichiger Ton. Und gebe mir das sowohl als Inner Corner Highlight auf, als auch auf meinen braunen Bogen. Als nächstes mache ich mir mal meine Augenbrauen, um dem Ganzen dann nochmal so ein bisschen einen Rahmen zu vergeben. Ist das so? Um den Ganzen einen Rahmen zu geben. So, da habe ich hier von Catrice den Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil in Waterproof in der Farbe 02 Medium. Hat auf der einen Seite einen Stift und auf der anderen Seite ein Spoolie. Ich male mir erst die Augenbrauen und gehe dann mit dem Spoolie drüber. Und dann geht's mit dem Spoolie los. So sehen die Augenbrauen dann verblendet aus. Ja, ne? Ich gebe immer mein Bestes. Übrigens gefällt mir das mit dem Concealer heute nicht wirklich. Naja, wir gucken einfach mal weiter. So, dann ziehe ich mir jetzt mal mutigerweise einen Lidstrich. Nee, einen Eyeliner ziehe ich mir, Entschuldigung. Habe hier von BH Cosmetics meinen BH Liquid Liner. Hier ist ja das Spiel, dass hier leider das Innenleben von meiner Kappe sich mit rausbewegt. Super! Ja, es ist ein Filz-Eyeliner, den ich eigentlich sehr, sehr gerne mag, aber der nicht immer freundlich zu mir ist. So, dann komme ich jetzt mal etwas näher, dann könnt ihr euch das vielleicht etwas betrachten. Es ist grundsätzlich eine kleine Mini-OP, wenn ich mir einen Eyeliner ziehe, obwohl ich mir jeden Tag einen Eyeliner ziehe. Das liegt ganz einfach daran, dass ich Schlupflider habe und dass es gar nicht so einfach ist, dann hier irgendwo dann hochzukommen. So, besser will das jetzt gerade nicht funktionieren, deswegen lasse ich jetzt so, wie das ist, das Eyeliner-Gedöns.
Ich wollte mal probieren, heute mir so ein bisschen Schimmer drauf zu geben. Da habe ich hier von Sleek den Glitter-Eyeliner. Den wollte ich mir so ein bisschen hier noch drüber legen, dass ich so ein bisschen blinky-blinky habe. So war der Plan. Dann gucken wir mal, weil der ist jetzt nicht so ultra pigmentiert. Das ist einfach nur Glitzer, was man sich dann aufgibt. In so einem ganz, ganz feinen Bürstchen ist das. Bürstchen ist gut. Ja, Bürstchen, das ist ein Bürstchen da dran, ne? Und das gebe ich mir hier mal so ein bisschen drüber. Mal gucken, ob ich mir jetzt den Look versaue oder verschönere. Ist wirklich ultra dezent, aber wunderschön. Ich mag es richtig, richtig leiden. Und ich glitze ein bisschen vor mich hin, das mag ich. So, als nächstes tusche ich mir mal die Wimpern. Da habe ich heute die Catrice Glam & Doll Volume Mascara Waterproof. Das ist ja so eine, jeder kennt diese Mascara, glaube ich, mittlerweile, weil die so geil ist. Ja, die hat ein Gummibürstchen vorne dran und ja, ne? Ich mag sie ganz gerne. Das ist jetzt einmal tuschen. Haut jetzt nicht so um, sage ich mal, wie die Bobbi Brown Mascara von gestern. Aber ich finde sie trotzdem echt schön. Also ja, allein dadurch, dass sie ja auch wirklich wasserfest ist, hat sie ja nochmal einen Bonus. Und sie ist einfach zuverlässig. Das ist halt auch eine Sache, die ich daran liebe, ne? So, das ist jetzt das zweite Mal tuschen. Und einmal gehe ich ja immer noch drüber, weil ich es gerne mag. So sehen jetzt die Wimpern getuscht aus. Ich finde, sobald die Wimpern getuscht sind, gibt das dem ganzen Look einfach nochmal was Finalisierendes. Auch wenn ich noch keinen Blush, keinen Brush, keinen Tusch, Flush, Highlighter, Gedöns drauf habe. Aber trotzdem ist der Part quasi schon mal soweit fertig und sieht echt gut aus. Ich mag sowas. Ich mag es auch mal, sich doller zu schminken. Und gerade zu Weihnachten darf man das doch, oder? Ach so, was ihr übrigens für die Verlosung von der Instant Age Back Cream tun müsstet, wäre einfach dem Video einen Daumen nach oben zu geben, Abonnent meines Kanals sein und in die Kommentare einen lieben Kommentar schreiben, wo ihr mir sagt, was eure liebste Mascara ist. Würde mich interessieren. Schreibt es gerne mal unten rein. So nimmst du automatisch an der Verlosung teil. Und ja. Ich lose aus am 19.01. um 23:59 Uhr und benachrichtige den Gewinner dann per Direktnachricht. Also am besten schreibst du mir auch nochmal deinen Instagram-Namen rein. Aber ich werde auf jeden Fall auf deinen Kommentar dann antworten. So. Machen wir mal weiter mit Bronzer. Da habe ich hier in einem Adventskalender drin gehabt. Hoola Light von Benefit. Den finde ich total cool. Achso, das ist der Hoola Light Bronzer. Light Powder. Genau, das ist ein leichter. Ja, Hoola Light. So sieht er aus. Relativ hell, aber er ist oho. Ich sag euch das. Für den habe ich einen anderen Bronzerpinsel als für meinen Too Faced Bronzer. Und zwar habe ich hier den Essence Bronzer Brush. Dann gehe ich hier einmal rein und gebe mir das hier wieder im E auf meine Seite. Auch wieder schön die Ohren mit Bronzen, damit die auch schön in einem Hautton bleiben. Nicht vergessen, dass wir Instant Age Pack drauf haben. Dementsprechend wird hier oben auch nur getupft. So, dieser Bronzer ist sehr, sehr dezent, aber er gefällt mir richtig gut. Ich wollte gerade in meinen Bronzer reingucken, als wäre er ein Spiegel. Kann man machen. Als Blush verwende ich hier von Essence den I Want Candy. Den mag ich einfach richtig gerne, den Scented Blush. Ja, das sind diese Blushperlen wieder, die so gut riechen. Oh, ich sage euch das. Wenn es Geruchs-YouTube irgendwann mal gibt, ne, dann geht die Post ab. Auch den wieder schön eintupfen. Oh. Kommen wir jetzt zum Highlighter. Da habe ich ja die Glow to Go Palette von Essence, die auch im Adventskalender drin war. Und dann nehme ich mir hier den Pinsel Luxie 522 Tapered Highlighter. Und ich glaube, auch der war in einem Adventskalender drin. Ja, ich habe dieses Jahr sehr viele Adventskalender aufgemacht. Und jetzt möchte ich gerne diesen Farbton nehmen, um mir einen goldenen Glow zu verpassen. Gehen wir derbe rein, weil Highlighter ist toll, gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Den gebe ich mir hier hin
und ziehe den auch ein bisschen hier dann nach oben. Und auch verbindend mit der Augenbraue. Der gefällt mir gut. Ich glänze wie ein Tannenbaum. Mache ich gerne, mache ich gerne. Es ist Weihnachten. So, dann gebe ich mir auf die Nase noch ein bisschen Highlighter. Dann nehme ich aber den roséfarbenen. Also auf den Nasenrücken, auf die Nasenspitze. Dann auf das Lippenherz. Und hier unten drunter auch, um die Lippen einfach voller wirken zu lassen. So, haben wir mich gehighlightet. Jetzt noch einmal kurz abpudern, bitte. Hierfür verwende ich den Pinsel von Revolution F104. Das ist ein ganz normaler Puderpinsel. Und mein Manakadar-Puder. Und dann gebe ich das ordentlich auf meinen Pinsel. Und puder das in tupfenden Bewegungen ab, weil ich habe ja Instant Age Back drauf. Darf man nicht vergessen. So, haben wir mich abgepudert. Gehen wir jetzt zu den Lippen. Hier möchte ich heute gerne verwenden einen Lippenstift, den ich halt immer wieder dann auch im Laufe des Abends erneuern kann. Und zwar habe ich hier von Benefit Double the Lip, They Are Real. Den hatte ich in der Benefit Glossy Box Sonderedition drin, denn der sieht ganz witzig aus. Und den gebe ich mir jetzt einfach mal auf die Lippen drauf. So, Lippen am Start. Setting Spray. Da habe ich von Catrice Prime and Fine Multitalent Fixing Spray. Ja, man kann es nicht mehr so gut lesen. Das ist halt, dass mit der Zeit die Schrift dann irgendwie abgeht. Keine Ahnung. Ich finde Setting Spray super. Aber es anzuwenden ist nicht so meine Welt. Ich mag das nicht, wenn mein Gesicht nass wird. Ja, genau. Am besten wedelt man sich das ja immer noch mal ein bisschen ein oder man wartet einfach ein Weilchen. Ihr Lieben, das ist jetzt mein fertiger Look für den für Heiligabend. Ich blende euch jetzt mal eine Sequenz ein, wo ich euch auch mein Outfit zeige. So. Und ja, guckt mal. Ja, der Pulli dürfte euch ein bisschen bekannt vorkommen. Den hatte ich ja auch immer so bei meinen Adventskalender-Unboxings an. Und gleich werde ich mir auch noch die Mütze aufsetzen und dann ist alles soweit fertig. Den Schmuck habe ich genau wie gestern von dem Tosh-Adventskalender. Und das ist der Ring von Goody Do, der Ring von Fossil, der ja ein Jahr zusammen sein Ring von meinem Freund. Und so ist das komplette Outfit. Dann würde ich einfach sagen, ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Wenn dir mein Look gefällt, dann stimm doch mal hier oben ab und sag, ja, der Look gefällt mir oder nein, das ist ganz furchtbar. ansonsten wünsche ich dir einfach einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Fröhliche Weihnachten. Ich verlinke dir einfach hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Adventskalendern, die ich dieses Jahr so aufgerissen habe. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.